Hallo, mein Name ist Luca, meine lieben Freunde. Ich habe auf meinem Kanal hier bereits zweimal Quizzes gemacht, die drei Fanpages von mir auf Kahoot erstellt haben. Von daher machen wir das heute nochmal. Muss aus. Nancy, Shima, Mel und Robin sind auch wieder mit am Start. Intelligenzallergiker-Quiz. 3, 2, 1. Los geht's. Erste Frage. Ich muss jetzt den Satz beenden. Also, wir haben die Auswahl. Ich bin eine Taube. Ich hasse euch. Ich habe in den Pool gefurzt oder ich reite Sandra. Ich würde mal sagen, ich habe in den Pool gefurzt. Heute mit Ansage alles richtig. Wahr oder falsch? Das ist wahr. Ich schwöre euch, heute... Mach dir nichts draus. Große Taten warten auf dich. Schönes Bild auch hier an der Stelle von mir. Was ist die Mehrzahl von Globus? Ich glaube Globi. Globen? Wie viele Salzstangen beinhaltet eine Packung im Durchschnitt? Das bin ich? Bin ich so schmal wie eine Salzstange? Ja. Ich würde sagen, eine Packung Salzstangen beinhaltet 175. Viel mehr können das nicht sein. 312. Da kriegt man wenigstens noch was für sein Geld. Wie viele Minuten Verspätung haben Züge der Deutschen Bahn im Durchschnitt? Boah, starkes Bild auch hier wieder. Da muss man tatsächlich sagen, ich habe dafür vollstes Verständnis, wenn die Bahn mal Verspätung hat. Weil ein Zug kann nicht zu früh sein. Ein Flugzeug, wenn er voll beladen ist, wenn alle Passagiere drin sind, kannst du abheben. Aber im Zug gibt es immer diese Leute, die dann noch nachkommen oder kurz vor knapp 30 Sekunden vor Abfahrt oder so. Das heißt, ein Zug kann nie früher irgendwo ankommen oder überpünktlich sein. Das geht nicht. Der Zug hat immer Verspätung. Da habe ich vollstes Verständnis für. Ich würde sagen, im Durchschnitt 6 Minuten. Ich liebe Bahnfahren. Da macht mir keiner was vor. Jetzt flex. Never gonna give you up. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Warte, habe ich jetzt das zwar richtig gehabt, aber wenn ich die anderen beiden auch noch angekreuzt hätte, hätte ich mehr Punkte bekommen? Wie lautet die Formel für Photosynthese? Ey, dieser Baum, ne? Die OGs erinnern sich. Was ist das überhaupt schon wieder für eine Musik? Ich sag einfach dir, weil ich will, dass die Musik aufhört. Ich war noch nie gut in Chemie. Was ist der Weltrekord im Bratwurstessen innerhalb von 10 Minuten? Ey, wie kommt ihr denn auf diese... Der Weltrekord im Bratwurstessen in 10 Minuten, würde ich sagen... Boah, 45 Bratwürste. Wie viele Weihnachtsbäume fangen in Deutschland durchschnittlich in der Weihnachtszeit Feuer? Okay. Was? Die geringste Zahl ist 7000? Nee, mehr können das nicht sein. 12.000 Weihnachtsbäume fangen in Deutschland nur in der Weihnachtszeit Feuer. Dann könnt ihr alle nicht schmücken. Letzte Frage vom ersten der drei Quizzes. Wie heißen die 4 Teletubbies? Tick, Trick, nee. Tinky Blinky, Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po. Geh mal weg mit Photosynthese. Das sind die einzig wichtigen Dinge. Schauen wir uns mal das Ranking an. Wer ist auf dem 3. Platz? Mel! Boah, bin ich Zweiter oder was? Nehme ich. Wer ist Erster? Nancy? Die ist immer Erster. Dieses Quiz gerade war übrigens von Mona, aka the.lerts auf Instagram. Also folgt ihr gerne. Und das nächste Quiz, was wir jetzt spielen, ist das hier, das Luca-Quiz, und das ist von Lugi-der-Lauch. Wie viele Merch-Sachen gibt es aktuell im Luca-Shop? Boah, gar nicht mal so viel. Ich würde sagen, stabil, 2020. ich würde sagen 20. 18 sogar nur. Allerdings gibt es bis morgen Abend noch bis zu 33% Rabatt im Luca-Shop wegen des Black Weekends, von daher schaut gerne mal vorbei. Luca-shop.de. Wann nahm Luca an der VOG-WM teil? Boah, das war der 12.11.2022. Stabiles Bild auch übrigens. Ja. Richtig. Jetzt mit Ansage, alles richtig. Wahr oder falsch? Luca klaut gerne Witze und tut so, als wären es seine gewesen. Ey, das ist frech. Das ist falsch. Das ist falsch. Ich habe noch nie einen Witz von einer Fanpage von euch hier geklaut und bei mir liest du noch nie. Was wollte Luca als Kind unbedingt haben? Ein Spielzeugauto, ein Gameboy, ein Pferd oder ein Handy? Ein Gameboy tatsächlich. Habe ich dann auch irgendwann bekommen. Mal, wo nehmt ihr diese Bilder von mir her? Welches Video hat die meisten Aufrufe auf dem Kanal Laser, Luca? Boah, ich glaube, das ist eine Katja-Reaction. Interview mit Domme? Nee, ich hasse Siri, er hat uns bedroht. Oder
Boah, ey, es ist schwierig. Die Katja Reaction ist nicht mit drin. Das ist einfach falsch geschrieben. Perfekt. Er hat uns bedroht, war einfach ein stinknormaler Vlog, wo Kinder zu uns ankamen und uns bedroht haben. Oder die lustigsten Schüler von... Ich glaube, eins von den oberen beiden, aber ich glaube... Ja, sehr gut. So genau kenne ich meinen Channel dann doch noch. Wahr oder falsch? Luca hat kein Zeitgefühl und kommt immer zu spät. Das ist auch falsch. Kompletter Schwachsinn. Wie oft hat sich Luca bisher mit dem E-Scooter gemault? Jede Woche mindestens einmal. Zu oft, nicht zählbar, 200 Mal. Und ein Bild von mir, wo ich in Rom da mit dem E-Scooter rumfahre. Ich glaube, es sind mehrere Antworten richtig. Drittletzte Frage. Was war Lukas erstes Handy? Ein Nokia 6300. Ey, wo ihr diesen Krams auspackt, ne? Weiß doch ganz genau, es ist in Hamburg im La Vela Restaurant gewesen im Hafen. Vorletzte Frage. Welches Wort passt zu diesem Bild? Okay, müssen wir uns das Bild anschauen. Oh. Ich habe eine Dreier-Antwortserie. Und die wird auch jetzt nicht reichen, meine Damen und Herren. Was tut Luca in seinen Videos sehr oft? Klatschen. Furzen. Gib mir den ersten. Wenn ich nicht der Erste bin, ne? Dann Video direkt vorbei. Nancy auf 3. Das ist eine richtige Genugtuung. Maul auf der 2. Und die Nummer 1. Ich brauche gar nicht hingucken. Kommen wir nun allerdings auch schon zum letzten Quiz für heute, was jedoch eine kleine Besonderheit mit sich zieht. Das ist nämlich dieses hier. Das ultimative Dick- und Doof-Quiz und das wurde gemacht von der lieben Con-Lugi. Oi, Laserlacker. Wann wurde die erste Folge veröffentlicht? 1.8. Ja, aber welches 2019. Jahr? 1.8.2019. 2019. Ja. Was hattest du getippt? Auch 1.8. Ja, ich weiß auch ganz genau, hatte ich Ausbildungsbeginn, Alter. Was stinkt genauso schlimm wie Lukas Fürze? Sandras Füße. Lachkick, was ist das für Bilder? Ey, wir haben safe alles richtig diesmal. Frage 3 von 10. Wie hieß Sandra früher auf Instagram? Sandra XXY. Zu Wodka. Ich kacke ab. Was steht da? Sushi? Gucci? Wer war zuletzt zu Gast bei Dick und Doof? Jeremy Fragrance. Jeremy Fragrance. Ey, ich schwöre, ihr seid so am Arsch, ne? Was tut Sandra während der Folgen sehr oft? Eikos rauchen. Rülpsen. Ja, sing. Diese Bilder. Bruder. Ey, wir haben bisher alles richtig. Thumbs up. Warum spielt Luca Mundharmonika? Wegen der Fragerunde. Er kündigt so die Fragerunde an. Er hat seine eigene Band. Er möchte Mozart Konkurrenz machen. Er spielt Sandra ein Liebeslied vor. Er kündigt so die Fragerunde an. Ey, ich schwöre, jeder, der unseren Podcast nicht hört, der weiß gar nicht, worum es gerade geht oder warum wir das witzig finden. Von daher könnt ihr euch ja gerne mal die neue Folge anhören. Spotify.com/dickunddoof. Wie viele Folgen dick und doof gibt es insgesamt? Wir müssen überlegen, wir hatten 100 Folgen, Corona-Folgen. Ja, dann machen wir 324, komm. Nee, scheiße! Damn. Sandras Traumjob ist Dachdeckerin. Ist das wahr oder falsch? Falsch. Mit einer Wodkaflasche. Was ist denn ein Traumjob? Erzieherin war das, ne? Ja. Wo kamen Sandra und Luca auf die Idee, einen Podcast zu starten? Im Café im Club. Was hast du für ein Bild? Hey, Bruder, das bist einfach du als Minion, ne? Letzte Frage für heute. Was trinken Sandra und Luca häufig? Kölsch. Haben sie das hier? Kölsch, ja. Ey, Bro. Das ist so aktuell. Das war Samstag einfach. Das war Samstag. Krank. Okay, Leute, wir schauen uns mal das Ranking an. Wenn wir hier jetzt nicht auf dem ersten Platz sind, dann weiß ich auch nicht. Allerdings würden wir an der Stelle das heutige Video jetzt auch beenden. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es das getan hat, lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Luca und Sandra sind auf der 1.